Sie ist eine Sie und sehr lieb und verschmaust. Sie heißt Eo. Versende eher nicht. Eher nicht, heißt aber nicht auf keinen Fall. Moin Leute und herzlich willkommen hier zurück zu diesem wunderschönen neuen Video hier wieder auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Ihr habt mir wieder eure besten eBay-Kleinanzeigen-Fails zugeschickt. Vielen Dank, dass ihr mich daran teilhaben lasst, was ihr alles da so Wunderbares erlebt. Falls ihr ebenfalls was habt, moinklängern@gmail.com, da geht's hin. Falls euch dieses Format gefällt und ihr das weiter unterstützen wollt, lasst gerne eine positive Bewertung da. Schauen wir mal, was wir hier heute wieder Wunderbares haben. Oh nee. Ich kenne die Sachen nicht, die uns heute hier erwarten, aber das sieht schon nicht gut aus. Staubsauger inklusive Spinne zu verschenken. Ich ahne Böses. Ich verschenke diesen Staubsauger, den ich vor circa einem halben Jahr bei Woolworth gekauft habe. Er ist voll funktionstüchtig. Wir haben am Sonntag eine Hauswinkelspinne damit eingesaugt, die nun immer noch im Filter lebt. Ich kann leider kein Video hochladen, sonst hätte ich es euch gezeigt. Nee, danke. Lass mal bitte. In das Rohr haben wir eine Socke gestopft, damit das Monster nicht entkommt. Der Staubsauger muss schnellstmöglich abgeholt werden, sonst muss ich unser geliebtes Heim verbrennen. Bilder sind nicht von mir, sondern aus dem Internet. Ich traue mich nicht mehr an den Staubsauger ran. Und die einzig logische Konsequenz ist natürlich, den ganzen Staubsauger dann wegzuschmeißen direkt. Ich denke, es wird sich schon jemand finden, der das mit der Spinne irgendwie hinbekommt, aber ich bin's nicht, ich möchte es auch nicht. Wegplatten zu verschenken gegen Gummibärchen. Was? Hier liegen diese Wegplatten rum. Und ich hätte gerne Gummibärchen. Ja, ich sehe den Gedankengang. Denkt ihr, da sitzt jemand zu Hause und denkt sich, ah scheiße, ich brauche ja noch Wegplatten. Aber ich habe ja nur diese Gummibärchen hier. Schön finde ich übrigens auch dabei, nur Abholung. Verständlich, das Porto würde ich auch nicht zahlen wollen. Ist das nicht irgendwie illegal, der Stadt Steine zu klauen? Andererseits, Gummibärchen dafür bekommen? Ja, tausche Sonnenblumenöl gegen PS5. Versand möglich. Ja, ich weiß, Öl ist jetzt gerade häufig ausverkauft und auch teurer. Aber weißt du, was auch häufig ausverkauft und teurer ist? Mit einem Publikumsjoker. Ah, ich habe hier diese PlayStation 5. Aber ich würde so gern Kartoffelpuffer machen. Wo kriege ich denn jetzt Öl her? Vor allen Dingen nicht mal hier so eine ganze Flasche oder so ein Kanister. Nein, so eine halb angefangene, räudige Pulle. Ich bin sicher, er kann sich vor Anfragen gar nicht mehr retten. 766 Menschen haben das bisher gesehen. Irgendeiner wird sich doch finden, oder? Falls du das Ding wirklich wegbekommst, melde dich gerne bei mir. Dann komme ich mal zum Zocken vorbei. Kratzer, Frau, 900 Euro Verhandlungsbasis. Ich, bitte? Verkauft er ein Kratzer? Verkauft er die Katze? Verkauft er seine Frau? Ich weiß es nicht. Vielleicht alles. Er will alles loswerden, hat einfach alles in eine Anzeige gepackt. Komisch, dass sich keiner meldet bei dieser guten Beschreibung. Trotzdem Daumen hoch auf jeden Fall für die Katze. Ach, es geht noch weiter. Okay. Es kommt Licht ins Dunkle. Hallo Susanne. Wer ist Susanne? Ich verkaufe meinen Katzer wegen einem Umzug in einen anderen Ort. Sie ist eine Sie. Ach so. Okay. Sie ist eine Sie und sehr lieb und verschmaust. Sie heißt Eo. Versende eher nicht. Eher nicht. Heißt aber nicht auf keinen Fall. Ja, schon ungern. Aber vielleicht irgendwie doch. Oh, scheiße. Eine wunderbare Anzeige. Ich würde sie mir gerne einrahmen. Ja, Susanne, falls du das siehst, kauf doch die Katze. Wer mietet Zimmer? 400 Euro. Bornheim. 400 Euro. Das Zimmer. Boah, Wahnsinn. Jetzt habe ich ein genaues Bild davon, wie es da aussieht. Ja, es gibt so ein Bett und ein Fenster und einen Tisch und einen Stuhl. Was machst du, wenn du keine Kamera, aber Stift und Papier da hast? Aber wie hat er das Bild dann in die Anzeige bekommen? Aber muss man sagen, sieht wirklich toll aus. Gepflegt, sauber, ordentlich. Ich würde sofort einziehen. Garten, Haus, 50 Euro. Das ist kein Gartenhaus. Ich erkenne generell sehr wenig auf diesem Bild. Und dann die Beschreibung dazu. Neuer Milchreis wegen Todesfall in Duserstadt abzuholen. Was? Das Ganze passt nicht zur Anzeige mit dem Gartenhaus. Okay. Warum muss der Milchreis abgeholt werden, wenn jemand stirbt? Oh nein, Tante Erna ist gestorben. Und wir haben noch ihren Milchreis hier. Möchte ihn einer? Ja! Ist das wieder so eine Anzeige, wo man eigentlich weiß, okay, da werden einfach nur Drogen verkauft? Da meldet sich jetzt einer und dann trifft man sich und dann, ah Mensch, hier sind 2 Kilo Heroin. Oder jemand fährt dann hin in dem Glauben und kriegt dann wirklich Milchreis. Oh, ich hätte jetzt auch gern Milchreis. Falls ihr übrigens auch gerade Hunger habt und noch irgendwie was zu essen haben wollt. Gekochte Nudeln. Ja, da... Nudeln sind das. Steht nicht mal ein Preis dran. Gekochte Nudeln von gestern aus einer Kantine näher Hauptbahnhof schnellstmöglich abzugeben. Bitte Dose mitbringen. Hinweis, die Nudeln müssen schnellstmöglich gegessen werden, sind aber aktuell noch gut. Hallo, ich bin wegen ihrer Nudeln hier. Wäre mir irgendwie zu blöd. Meldet sich wirklich irgendwer darauf, sagt dann wirklich einer,
Wow, da gibt's ja Nudeln, da gehe ich mal hin. Ich meine, das ist ja ein privater Anbieter. Das ist nicht die Kantine selber. Irgendwer muss diese Nudeln ja mitgenommen haben. Boah, Junge, gratis Nudeln. Und dann zu Hause so, ah, scheiße, ich brauche ja nicht 8 Kilo Nudeln. Boah, Menschen, ey, ne? In der Anzeige wird ein elektronischer Stift verkauft. Kriege ich 2 Euro? Wirklich? Wenn du so schlecht schreibst, dass die Autokorrektur nicht mal erkennt, was du sagen möchtest. Nein, ist keine VB. Was diese VB? Verhandlungsbasis. 10 Euro sind Festpreis. Scheiße, ich habe nur 3 Euro. Dann sollten sie diese lieber für was anderes als für einen Handystift ausgeben. Scheiße, nur 3 Euro haben. Er wollte unbedingt diesen scheiß Stift haben und guckte in sein Klängel so. 1, 2, 3. Nee, Bro, in deiner Situation ist so ein Handystift wirklich genau das Richtige. Nimm am besten einen kleinen Kredit auf, 7 Euro ungefähr, und dann kannst du dir das leisten. Und dann läuft's auch wieder. Gebrauchte Sauna gesucht. 1500 Euro Verhandlungsbasis. Und dieser Typ da? Was? Suche Blockbohlensauna oder hochwertige Sauna ab 5000 Euro Neupreis. Ich bin ein erfahrener Handwerker und suche eine gebrauchte hochwertige Sauna. Bla 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 bla. Und dann gibt es noch weitere Fotos in dieser Anzeige. Zum Beispiel dieses Foto hier. Oder dieses Foto hier. Oder auch dieses Foto hier. Wieso? Warum? Erstmal. Punkt 1, das ist keine Kontaktanzeige, wir brauchen nicht so viele Fotos von dir selber. Dieser hübsche Mann, dem werde ich meine Sauna verkaufen. Zweitens, hat er doch auf den Fotos schon eine Sauna in der Hand. Er sieht zumindest sehr glücklich aus, ich hoffe, er findet seine Sauna. Gib nicht auf, irgendwann ist es soweit. In der nächsten Anzeige verkauft eine Dame eine Hose. Großer Fehler. Hallo, wollte mal fragen, ob du noch mehr sexy Dinge verkaufst. Liebe Grüße. Ich verkaufe hier meine alten Sachen, welche sie in meinen Anzeigen finden. Also was soll die dumme Frage? Du hast einen mega heißen Arsch. Und so haben sich zwei Liebende gefunden, sind zusammengekommen, haben geheiratet und bis an ihr Ende sind sie glücklich gewesen. Dachte er, aber leider doch nicht. Leider war er nur ein Perverser aus dem Internet. Naja, vielleicht beim nächsten Mal. Ja, irgendwann muss die Masche ja mal klappen. Nicht bei einem oder zwei oder drei Versuchen, aber vielleicht bei 100 oder 1000 oder so. Die Chance kann ja nicht null sein. Oder? Oh, sie hat noch einen Chat bekommen. Wieso wird mir ein Rock angezeigt? Steht mir nicht. Haha, du bist aber heiß. Nehme stattdessen ein Date mit dir. Uff, Bruder, einfach so unfassbar unangenehm, Bro. Mama, Papa, wie habt ihr euch damals kennengelernt? Bestimmt nicht auf eBay Kleinanzeigen, mein kleines Kind. Weil das ist ziemlich ekelig. Sie hat darauf geantwortet. Tja, steht nur leider nicht zur Debatte. So ein Ärger aber auch. Ja, das ist wirklich, wirklich ärgerlich. Falls diese Typen aber zugucken und sich denken, oh Mann, ich bin immer so einsam, was kann ich nur dagegen tun, Timon? Auch dafür gibt es für euch auf eBay Kleinanzeigen Abhilfe. Fridolin Hängebauchschwein 7 Monate kastriert zu verschenken. Leute, jetzt zuschlagen und ihr seid nie wieder alleine. Das ist es. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön an euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.